Willkommen zu Let's Play Retox Revenge, die deutsche Version. Deutsch, Deutsch, zwar nur die Demo, aber Deutsch. Ja, ja. Okay, das hier ist Shareware, Kumpel, obwohl das Programm, mir egal. Schieb dir dein Gold sonst wohin. Okay. Ja, Blackbeard und Poseidon gibt's hier leider nicht. Schade, 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 schade. Ich nehme Libuche. Und ich nehme auch Lucrezia, weil ich bin jetzt einfach mal zwei menschliche Spiele, damit wir mehr sehen vom Spiel. Genau. Dankeschön. Dankeschön. So. Und es geht los. Und der Computer darf anfangen. Und er würfelt eine 1. Der Schlaumeier. Sie geht hart am Wind. Macht nochmal. Ja, wer eine 1 würfelt, hat es auch wirklich verdient, nochmal würfeln zu dürfen. Ja. Die Übersetzung ist recht gut. Also ziemlich gut von Englisch ins Deutsch übersetzt. Muss ich schon mal sagen. Will er Nahrung kaufen? Will er? Er sollte sich das überlegen. Okay, er macht's. Eine satte Crew arbeitet gut. Richtig, Leute. So funktioniert das nämlich. Nur wer satt ist, arbeitet. Zahlt den Leuten mehr Löhne. Okay, reicht. 5. Ich würfelte die 5 und traf auf ihn. Warum ich jetzt in der Vergangenheit erzähle, es ist passiert, ich hab's gesehen. Die Glücklichen werden wohl sterben. Du bist glücklich. Danke, danke. Pff. Ja, das Gute ist, ich kann jetzt würfeln, was ich will. Selbst mit einer 1 hätte ich gewonnen. Und zwar richtig gewonnen. Sieh dir, gewonnen. Sogar mit einer 3 wäre gar nicht nötig gewesen. Die Runde ging an Dick. Ja, ja. Ohne Haar. Dich. Will er eine Kanone kaufen? Ja, will er dies tun? Natürlich will er dies tun. Wenn sie 1400 kostet und ich habe 1000... ich habe 1400 und die kostet nur 1000. Haha, so. Eine 3. Gold, 2 Gefangene, 1 Seil und 10 Tage Nahrung. Also Seile sind für Sandbänke. Natürlich. Geiseln sind immer gut, weil random kann man mal welche verkaufen und das gibt ja, so zwischen 4000 und 10.000 Golddublonen, je nachdem wo man schon ist im Spiel, ob weiter vorne oder hinten. 1000 Golddublonen sind immer gut. Also das war auch ein super Start. Aber ich habe jetzt schon eine Kanone bekommen mit dem Libuche. Und der Computer sagt... 10 Tage Wasser, Ersatzsegel und 2200 für die richtige Antwort. Ah ja. Welche Insel ist nicht in der Karibik? Jamaika, Antigua, Aruba, Kokomo. Kokomo ist eine Stadt in Indiana, USA. Ich bin froh, dass du nicht auf den alten Beach Boys Song reingefallen bist. Klar, Kokomo, Baluna, Bödebede. Ah, okay. Kann ja jeder googeln. So, eine 5. Nein, mein Trinkwasser ist verseucht. Ich hab's geahnt. Also es bedeutet einen Zug aussetzen, um neues Wasser zu bekommen. Und ich bin nochmal dran. Warum Lucrezia kein Computer sein durfte? Die Computer brauchen manchmal irrsinnig lange, bis die irgendetwas machen. Welcher Schauspieler spielte nicht im Film Kapitän Blatt? Aus dem Jahr 1938 mit. Wisst ihr es? Wisst ihr es? Ich weiß es. Ja, das war Green Street. Es gab mal eine Programmierfirma namens Green Street. Die haben, glaube ich, Matt TV gemacht. Okay, Sydney Green Street. Jawohl. Seht ihr? Kompass. Sydney Green Street spielte in Der Malteser Falke. Naja, stimmt schon. Und in Casablanca ein Schwindler, aber in Kapitän Blatt spielte er nicht mit. Kompass 2300 Goldstücke, also für die Frau läuft's.
Alles super. Und wir sind noch am Anfang. Ziemlich dort. Bevor die Glocke zweimal läutet, schluckst du schon Wasser. Na, werden wir ja sehen. Ich habe 2 Karten. Du hast 2 Karten, schmeiß sie. Und ich habe eine 6 gewürfelt. Er braucht also eine 6, um mich zu fertig zu machen. Yay! Und er bekommt nur eine 3, das was ich vorhin hatte. Und er verliert. Und ich bekomme 1300 Goldblumen. Ja! Dum, 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 dum. Ein Korsar? Nein, ein Korsar ist doch wohl ein Pirat. Ja, manchmal machen die auch zu schnell, kann man gar nicht richtig lesen. Aber die Frage lautete halt, diese Sachen sind alle sehr gleich, welches gehört da nicht rein und Politiker ist da das, was gesucht ist. Da kommt dann auch ein schöner Satz, ja, Politiker benehmen sich zwar wie Piraten, aber legal. Super Sache. Okay. Das war ihm auch ein guter Preis. 10 Dublonen nur für Wasser. Und pro Tag 10 Dublonen. Und bei 20 Tagen sind das dann immer noch nur 200. Und die kann man immer entbehren. Sollte man auf jeden Fall. Wasser ist wichtig. Wasser ist gut. Oh. Yeah. Er hat den Papageien gefunden. So was aber auch. Ja. Auf welcher Insel lag Blackbeards Burg? St. Thomas, St. John, St. Lucia, Jamaika, Antigua. Und jetzt kommt bloß nicht auf die Idee und sagt Antigua, denn es ist St. Thomas. Aha, ganz genau. Und ich bekomme noch eine Kanone. Blackbeard war Pirat und heute ist seine Burg auf einem Hügel auf St. Thomas. Sie ist heute ein Restaurant und Hotel in Charlotte am Amalie und hat einen tollen Blick auf den Hafen. Ja, was auch sonst. Natürlich hat Blackbeard seine schöne Burg so gebaut, dass er immer einen guten Blick auf den Hafen hatte. Und möchte ich gegen mich selbst kämpfen? Nein, ich bin mir selbst immer treu. Oder meistens. Nasses Deck. Ein Seemann geht über Bord. Ein Snack für die Haifische. Passiert. Auf hoher See muss man damit rechnen, über Bord gehen zu können. Egal wie sicher das Schiff aussieht. Nach mir die Sintflut und vor mir die Kanonen. Okay, guter Spruch. Ein Würfel. Werde ich schaffen. Nur eine 4. Oh, oh, oh. Ja, ja, schmeiß einfach. Häng mich, wenn ich vor Leuten wie dir Angst habe. Okay, mach ich. Nein, ich hab verloren. Naja. Lucretia konnte ja nicht immer Glück haben. Hat schon sehr viel Glück bisher. Derzeit. 7 Pilzjack. Der Busenfreund aus dem Wolfbräu will eine Schatzkarte verkaufen. Er nimmt nicht die Schatzkarte? Was ein Geier. Also ich nehme die immer. Was hat man schon zu verlieren? Die 500 Dublonen sind egal. East Point, ein abgetriebenes kleines Boot. Mit der Tochter des englischen Botschafters. Achso, man hat sie nur verscherbelt für Lösegeld. Naja, okay. Aber 3000 Dublonen. Jawohl, so geht's. Dum, dip, dip, dip. Okay. Kommen ja alle nicht gerade gut vorwärts. Oh. Der Pygmy-Inseln ist tückisch. Scharfe Korallenriffe warten unter Wasser. Im Rumpf eines gesunkenen Schiffes 2000 Gold Dublonen. Nimm mal mit. Okay, alles klar. Der Computer darf. Ah, schon wieder ein Kampf. Langsam ist doll. Oh, schon wieder gegen die Ärmste. Aber diesmal mit einer 5. Ha. Kann sie nicht verstecken. Ja, und sie gewinnt. Tja. Nur hat er 100 Dublonen mehr verloren, als er vorhin eingenommen hat. Ja, man sollte nicht immer kämpfen. Gegen mich darf er zum Glück nicht.
Kanonier lässt eine Kugel auf den Fuß fallen. Richtige Entscheidung. Du hast ihn über Bord geschickt. Ja. Das ist die richtige Entscheidung. Wenn das Leute sind, die nur Saufen im Kopf haben. Tja, so ist das nun mal. Wer tauchte nicht in der Schatzinsel auf? Nicht! Ne? Das ist ja immer dieses, ihr wisst schon. Der blinde Billy Bones. Leute, kennt ihr etwa die Schatzinsel nicht, dass ihr jetzt überlegen müsst, Jim Hawkins oder Ben Gunn? Ich sage Gallico Jack Rackham. Ja, Rackham, ein super Pirat. War ein echter Pirat nämlich, dessen Name John Rackham war oder Jack oder Gallico, wie auch immer. Er war Charles Vanes, erster Mat, während dieser im 17. Jahrhundert von Nassau aus die See terrorisierte. Seinen Spitznamen erhielt er von den T-Shirts und Hosen aus Gallico. Ha, genau. Er wurde am 18. November 1720 im Hafen von Port Royal gehängt. Ja, der Ärmste. Schade. Aber passend bekommt man Baumwollballen. Jo. Alles klar. Ja. Obwohl das auch wieder nur eine Halbwahrheit war, denn Jack Rackham war schon selbst der Piratenkapitän. Oh. Zwei Felder weiter. Und. Oh. Ah. Verkauft eine Perlenhalskette. Wie viel Gold gibst du dafür aus? Tipp, du erhältst 500 Mal mehr als die Anzahl des Knopfes, den du drückst. Wähle den größten Profit für dich. Sollte man auf jeden Fall machen, einige machen es nicht, aber ich fände es immer gut, wenn man ein bisschen Profit hat. Also bei der 5 bekommt man gerade mal 2500, also gerade mal 100 mehr. Am meisten bekommt man halt, wenn man die 2 nimmt, dann bekommt man nämlich 1000 und macht 800 Profit. Ich bin erstaunt. Bezahlt hast du 200 für das Halsband und bekommst 1000. Das macht einen netten Profit von 800. Genau. Ja, ja. So muss das sein. So und nicht anders. Und schon wieder ein Kampf. Mann, oh Mann. Also manchmal kämpft man gar nicht und mal kann man sich vor Kämpfen kaum retten. Oh, nur eine 2. Na toll, jetzt bekommt er wieder ganze Gold. Ich reiß dir deinen Kalbskopf vom Körper. Oh, ist eine korrekte Übersetzung vom Englischen. Schon hat sie wieder 1400 weniger als beim letzten Kampf. Mann, oh Mann. Und er bekommt sogar noch eine Galeone zum Plündern. Das ist manchmal auch gemein. Ja, Random-Ereignisse halt. Da kann alles passieren. Preis von 40 pro Tag, mehr Nahrung, klar, 10. Ist kein Problem. Ach ja, das bin ich auch. Vergesse ich manchmal. Und ich darf kämpfen. Ja, na klar, machen wir. Mal sehen, ob ich's wieder bekomme. Schon wieder. Oh Mann. Alles so dicht beieinander. Und ich hab mein Zeug wieder. Und die ganzen 3500. Super. Tja. So, was bekomme ich Schönes? Er findet eine Schatzkarte. Oh, es soll ein Mann sein. Nein, Spaß. Bei allen Göttern irgendwann wird dir das vielleicht jede Menge bringen. Ja, ja, wirklich nur vielleicht. Manchmal kommt man denn einfach nicht zu diesem Schatzkartenpunkt und dann haben wir Pech gehabt. Oh, er darf eine Stadt angreifen. Welche? Capestown. Okay. Und die verteidigen sich mit einer 6, 4 und einer 3 und der hat nur einen Würfel. Und der verliert und muss den Zug aussetzen. Ah, schön. Capestown hat gewonnen. Ja, schöne Sache. Dann will ich mich da mal vorbeischleichen. Cowpat Island. Also Kuh, Haustier, Insel.
Oh, ich habe nur noch 3 Tage rum, denn nehme ich mir 15 Tage mit. Ja, genau deswegen, 15 Tagesrationen rum wären gebunkert. Ein Becher rum am Tag stellt den Seemann ruhig. So ist es, dann gibt's keine Meuterei. Huah. Wer mag schon, wenn gemeutert wird? Ich mag's nur, wenn meine Leute machen, was ich will. Denn... Ohne Ersatzsegel verliest du einen Zug für die Reparatur. Sehr schade. Ja, muss sowieso aussetzen. Ich darf. Und zum Glück bewege ich mich jetzt mal weg von dieser Gruppe. Ist ja furchtbar. Noch so ein langer Weg. Schon wieder eine Perle als Kette und schon wieder das Gleiche. Ja, mache ich auch wieder das Gleiche. Ja, schon gut. Dog, er da, der böse, böse Computer. Oh, schon wieder kam. Oh, momentan ist er aber echt doll. Na gut, bei 3 Personen ist es halt ein bisschen öfter, aber das ist ja schon fast krank. Naja, mach einfach. Ha, er verliert nochmal gegen mich. Ja, trotzdem, gib mir langsam ein bisschen auf den Senkel. So viele Kämpfe. Für ihr weiterkommen, nicht die ganze Zeit irgendwelche Kämpfe haben. Oh, welches ist kein Schiff? Kaison, wasserdichtes Zimmer, wo drin gearbeitet werden kann. Hä? Ja, was auch immer das jetzt war, also nix anscheinend. Ein Feld, wo nichts passierte. Gibt's eigentlich nicht, aber naja, vielleicht in dieser deutschen Dingensversion doch. Sega, für die richtige Antwort eine Kanone. Was ist ein Union Jack? Ja, Leute, was ist ein Union Jack? Ein Minenarbeiter, ein US-Seemann, ein Fässchen, eine Flagge oder ein Vogel? Wir alle wissen natürlich, dass die britische Flagge ist. Wenn man Vogel wählt... Ach ja, ein Union Jack ist eine kleine Flagge, die angibt, dass ein Schiff unter britischer Herrschaft segelt. Eine Kanone mehr für Sie. Sehr gut. Und wenn man Vogel nimmt, sagt er einem direkt auch, oh, hey, der Union Jack flattert genauso im Wind wie ein Vogel. Oh ja. So, was bekommt er? Will eine Kanone kaufen, wie gemeint. Hat er nicht? Okay. Mega. Und schon wieder ein Ereignis, das nicht stattgefunden hat. Super. Langsam wird's eigenartig. Okay, scheint hier bei Discover Bay häufig zu sein. Vielleicht wurden die in dieser Version einfach nicht implementiert, in dieser Demo. Ah. Na toll, es regnet in Strömen und er bekommt 7 Tage Wasser. Ohne die kaufen zu müssen. Natürlich auch nicht schlecht. Tolle Sache. Ohne diese Zufallsereignisse ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Dass man sich keine Sorgen machen, dass irgendwas passiert. Oder das länger dauert. Oh Mann. Na, dann sehe ich wenigstens, ob er wirklich diese Kanone, diese Angebotene ausgeschlagen hat. Nein, er hat sie geholt. Alles klar. Oh, mit einer 6 und einer 3, wie gemein. Ist ein echt harter Kampf zwischen diesen beiden. Ja, auch er bekommt kein Ereignis. Und ich bekomme eine 6. Also ich habe mich gut weggehauen davon. Und ich kann Trollop Town nicht angreifen, weil keine Zufallsereignisse in diesem Quadranten vorhanden sind. Interessant. Das ist neu. Das ist anders. Er hat 7100 Gold. Das ist nicht gut. Also für mich nicht gut, für ihn schon. Ich brauche Wasserration eigentlich vorhin welche. Boah, sind jetzt schon 20 Runden her? Mann, die kommen ja echt gar nicht voran. Manchmal braucht man im allerschlimmsten Fall gerade mal 20 Rationen. Insgesamt.
Unglaublich hier. Ja, und schon bin ich nicht mehr ganz vorne. Schade. Mal sehen. Was habe ich denn? Mit dem hier. Oh Mann. Seit langsam. 5600. Nur was? Der hat mehr als ich. Fies. Fies, fies, fies. Ich brauche mehr Gold. Viel, viel mehr. Viele Dublonen. Ach, ich nehme jetzt 2. Bin ich hier schneller wieder weg. Und er muss Essen kaufen. Und ich auch. Mit einer 2 nicht ganz so doll abhauen, aber... Ja, hier gibt's jetzt wieder... Toll. Welches wurde von England besiegelt? Barbados oder Guadal... Ah, das ist fies. Manchmal mache ich das falsch. Weil ich sag Barbados. Richtig! Gehe noch einmal. 1624 bis 1625. Jawohl. Sehr schön. Wenn ich nicht irre, bin ich nochmal dran. Oh ja, du sagst es. Oh. Ja. Ohne Kompass 3 Züge verloren. Ja. Mist. Oh Mann. Ein leichter Fang, schnappt ihr 49.600 Silberlinge im Wert von 3.100 Golddublonen. Einsame spanische Galeone, im Sturm von der Flotte getrennt, von Panama nach Havanna gesegelt. Ja, Pech gehabt, Leute. Guter Fang. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich setze aus, ja, leider. Ich glaube, da muss man sogar 3 Runden aussetzen. Das ist, boah, furchtbar. Schlecht bezahlteste Schiffsposten im 16. Jahrhundert. Kapitän, Politiker, Händler, Koch, Arzt. Schiffsposten, Politiker. Also ich glaube, da haben sie irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, im Englischen ist da irgendwas anderes. Ich glaube, so wurscht. Auf jeden Fall ist es der Arzt. Heute gut bezahlt, früher schon nix wert. Er erhielt nur 300 Dukaten im Jahr, weniger als der Koch. Medizin war aber auch gleich damals nicht viel mehr als gewöhnlicher Metzgerhandwerk. Ja. Tja, damals ging halt noch, oh, amputieren. Ja, Pech. Und schon wieder die beiden. Und 4, 4, 4. Also braucht er nur eine einzige 6 würfeln. Dann habe ich mich schon über. Ha! Es ist unglaublich zwischen den beiden. Es ist unglaublich. 3400. Ja, damit dürfte jetzt wieder Lucretia ja, vorne liegen, was Gold anbelangt. Würde ich mal tippen. Und ich muss aussetzen. Die muss auch aussetzen. Wegen rum. Jetzt hängt uns der Typ hier ab. Er nimmt die leichte Strecke. Ne? Tschüss. Hat ja auch Zeit. Oh, das gibt's doch gar nicht. Der bekommt ständig irgendwas Tolles. Ich muss schon wieder aussetzen. Das ist furchtbar. Ich gehe dorthin. Eine schon, um nicht mit ihm wieder kämpfen zu müssen. Günstige Strömung, tragen dich durch den Kanal. Jo, Wind ist gut. Oh, Geiseln einlösen für 6200, nicht 600, ja. Ist klar, 6200 nehme ich immer gern. Ganz, ganz gerne. Oh, was ist? Keine Baumwolle. Verwendest du deine Versicherungskarte? Ich habe noch nie einen besseren Deal gemacht. Er hat die Versicherungskarte verwendet. Geil. Das könnte seinen Untergang bedeuten. Ich gehe auch dort lang. Denn
Es kommt ja noch der Punkt, wo man seine Versicherungskarte auf jeden Fall braucht. Will man nicht die Hälfte seines erbeuteten Goldes über Bord werfen. Oh, nett. Auch zwei Geiseln. Gut, alles klar. Es gibt ja noch Hangman's Point oder Hurricane Point. Hier Hurricane Point. Also muss man da das Schiff erleichtern, indem man Spy die Hälfte von seinem erbeuteten Schatz über Bord wirft. Und Kapitän Flints Schatz gefunden. Na bitte, der Kauf dieser Karte war in der Tat ein tolles Geschäft. Und die habe ich gefunden. Ich brauchte nicht mal was bezahlen. Deswegen habe ich ja zu Beginn gesagt, eigenartig, dass der Computer die nicht gekauft hat für 500. Weil, ich sag mal so, 19.900 einfach mal geschenkt bekommen, ist super. Sogar für diesen Schatz ist das gar nicht mal schlecht. Das ist schon ziemlich viel. Die Weisheit spricht nicht aus dir. Keine Piratenwaffe, ich weiß es. Rapier, Stilett, Muskete und Dolch sind natürlich welche. Und der Baldrick ist ein Gürtel. Hier so sowas, ja. So ein netter Gürtel, der halt über die Schulter getragen wird, was man oft bei diesen Cowboy-Filmen auch sehen kann und so. Noch eine, ja klar, falls ich noch irgendeine Stadt angreifen kann. Eine 6, die kommt ja schnell und gut voran. Und läuft zum Glück nicht auf Hurricane Point, super, sondern auf eine Stadt, natürlich angreifen. Oh, die verteidigen sich mit einer 503 Catherine Town. Okay. Ha, 6 und 5, gewonnen. Die 1 zählt eh nicht. Lalala, gewonnen. 9600. Dup, dup, dup. Super. Läuft ja ganz gut. Für die Frauen, mal wieder. Das ist nicht schlecht, ich freue mich. Ja, hier in diesem Spiel stimmt die Frauenquote. Ha. Okay, was bekomme ich? Will er eine Kanone kaufen? Er hat 45.900 Golddublonen. Ja, ich glaube, dann kann ich die 2.100 auch noch ausgeben, falls ich tatsächlich an eine von drei Städten hier auch noch lande. Mit der weiblichen Kapitänin. Weiblichen Kapitän? Egal. Ha, er bekommt nur 2.200 Dublonen für seine Geiseln. Sehr schön. Ich bekomme wahrscheinlich gar nichts, weil ich glatt daran vorbei siege, oder? Natürlich, ich komme an Hurricane Point. Nein, doch nicht. Point. Ich bekomme sogar 14.800. Okay. Okay. Besser als sie bis zum Ende des Spiels bei sich zu tragen. Wie auch immer. Zu tragen. Geiseln tragen. Wir tragen mal. Hilfst du diesem in Seenot geratenen Schiff? Könnte eine Falle sein, aber ich mach's. Egal. Ha! Tatsächlich bekommen. Sich erst einmal das Ganze mit einem Beiboot anzusehen, war ein weiser Entschluss. In der Tat haben die englischen Kaufleute 4.500 Dublonen an Bord, die du als Bergegeld gerne annimmst. Für ihr Geld bringst du sie sicher in den nächsten Hafen. Du bist zwar nur Pirat, aber ein Wort ist ein Wort. Richtig. Sollten sich mal einige Leute zu Herzen nehmen. Schön, schön, schön. Gut, gut. Kevin und Town wurde schon weggefegt. Es gibt nichts mehr zu holen. Sorry, Bestienblatt. Ja, Pech. Pech gehabt. Böser Computer. Hat sich auch gar nicht verdient. Und ich komme an Hurricane Point. Ich hab's gehabt. Und ich habe keine Versicherungskarte, stimmt's? Genau. Und es läuft auf Grund, wirft 10.575 Dublonen über Bord. Doch das ist so fies, ey. Versicherungspolicen sollte man bis zum Schluss aufbewahren, mein Freund, wenn man welche bekommen hat. Aber auch nur. Das Gute ist, hier in diesem Gewässern könnte man manchmal auch als Zufallsereignis die loswerden für Kohle. Und das gibt für die auch nicht gerade wenig.
Blackrock, der Schwarzpelz. Oh ja, oh Mann, Mann. Blackrock verteidigt sich mit einer 6 und F5. Super, der Schwarzpelz sollte das doch wohl hinbekommen haben. Ja, ich wusste es immer schon. Schwarzpelz ist spitze, versteht ihr, Hariger? Okay. Na, vielleicht bekomme ich ja noch ein bisschen was. Aus John's Folly. Oh yeah. Oder Goodfoot's Town. Hä? Was bekomme ich? Verkaufe deine Baumwolle für draußen. Oh, auch nochmal. Nimm ich auch. Ah, schade, ich bin nicht genau auf diesem Punkt gelandet für den Kampf. Mist. Oh, komm noch, komm. Nein. Wir hatten Glück am Ruder und flogen übers Wasser. Sie ist tatsächlich schon fertig und er setzt aus. Super. Und ich bekomme eine Zahl. Natürlich, da darf ich hier keine Stadt angreifen. Das ist so mies. Rette ich das in Seenot geratene Schiff? Mal gucken. Nochmal Glück? Tatsache. Manchmal kommt da auch raus, aha, das war ein Piratentrick, setz aus. Okay, aber auch da habe ich die 4500 bekommen. Es ist halt immer clever, einfach Ja zu drücken. Was soll schon Schlimmes passieren? Ich glücklich erzähle Dublonen, Guineas und Silberstücke. Wie viel habe ich jetzt an Dublonen? 16.000. Nur immerhin. Ich sollte nicht Letzter sein. Schwarzfels oder Weiher? Ja, okay. Klar. Alles klar. 2 Sechsen, das ist böse. Kann ich es schaffen, zweimal die 6 zu würfeln? Nein, ich bekomme eine 6. Das bedeutet allerdings, dass ich nicht verloren habe, immerhin. Das bedeutet, ich bekomme halt nichts, aber ich habe trotzdem gewonnen. Also, ja. Boah, ja. Ich muss nochmal Wasser kaufen, das ist so unglaublich. Und eine 4, okay, ich darf auch nicht mehr kämpfen. Sehr schade. Jede Menge Prisen haben wir auf unserem Weg eingefahren. Genau. Alles klar. Es ist und bleibt wahr, ich bin die Blüte unter euch. Ja, genau. Toll gemacht, aus dir mache ich einen Piraten. Richtig. Warum nur? Was für ein Idiot ich bin. Ja, das sind jetzt die ganzen random Sprüche von denen. Ich bin fit wie ein Turnschuh, genau. Also 47.800 schlägt 15.925, schlägt 8.100 nur. Geil. Also ich habe 2-mal gewonnen und der Computer hat 1-mal verloren. Okay. Auf den Meeren bin ich der Größte. Ja, genau mit diesen Worten verabschiede ich mich auch. Auf den Meeren bin ich der Größte. Ende. Und jetzt kommt noch die Sicherheitsabfrage. Aber in den Häfen, du Leichmatrose, hä? Hä? Ah ja, genau, wie bei den Sties, ne? Ich will was haben, hä? Okay. Ab in den Hafen, ja, gerne. Danke. Tut mir leid. Oh, ja. Alles klar. Gut. Ich sage mal dann Tschüss. Dankeschön fürs Zugucken. Danke auch bei Imagisoft für dieses geile Spiel und dass das sogar auf Deutsch gibt. Tschüss Leute, bis zum nächsten Treff hier im, nicht beim ZDF, ausnahmsweise. Okay, bis bald.